Ein herzliches Willkommen hier zurück in Ungarn. Und ja, für manche gibt es hier jetzt was, sage ich jetzt einmal, wieder gut zu machen. Unter anderem für den lieben Fangamer, der auch natürlich dabei ist. Der will jetzt zeigen, dass es wieder funktioniert. Fangamer ist einen Sieg in dieser Saison, das ist nicht schlimm. Hat ja letztes Jahr auch Ungarn letztes Jahr gewonnen, aber... Ja, grüß euch. Natürlich ist der Druck enorm groß, finde ich. Da man ja in einem Top-Team fährt, eigentlich. Ich meine, Ungarn letztes Jahr Zweiter. Ungarn ist auch eine sehr schöne Strecke, muss man auch dazu sagen. Ja, sicher, das ist jetzt das halt, was man auch eben bei Toro Rosso überlegt hat. Sicher ist man jetzt den Sprung in ein Top-Team, da erwartet man sich auch natürlich konstant gute Ergebnisse. Ja, aber es läuft halt nicht immer so. Aber es läuft nicht immer so, ja. Muss man jetzt auch sagen, bei dir jetzt vielleicht gerade eine kleine Krise eben, weil doch jetzt um die WM, sag ich, nah dran gefahren, dann immer mehr Punkte verloren und jetzt schlussendlich doch am 5. Platz abgerutscht. Oh, Popo abgerutscht. Oh, Ideallinie ist anders. Die Frage ist jetzt, war der Haas wirklich besser? War man im Haas besser oder nicht? Das wird man natürlich jetzt am Ende der Saison erst sagen können. Ja, das ist die Frage. Ja, natürlich darf man sich jetzt nicht unterkriegen lassen durch die paar Rückschläge. Noch kann man sich ausreden, dass man Rookie ist. Ja. Aber das geht nicht immer. Ja, klar, aber das ist ja auch die Frage, wie viel hilft das, also einem Top-Team zu sagen, dass man Rookie ist. Ich meine, wenn die dann auch sagen, es gibt auch Rookie-Teams, dann wir wollen nur die Top-Fahrer. Genau. Bei dir ginge das ja einfacher. Da würdest du wahrscheinlich wieder abgeschoben werden zu Toro Rosso. Toro Rosso, das war nicht höchstens normal. Tja, letztes Jahr knapp an der Sensation vorbeigeschrammt, muss man sagen. Liebe Fangamer. Entschuldigung. Nichts passiert. Man wäre da mit dem Haas Weltmeister geworden, das wäre dann doch die Riesensensation gewesen. Ja, Dritter derzeit. Zwölfter derzeit. Ja, natürlich fangen jetzt ein bisschen die Überlegungen an. War Haas das richtige Team vielleicht sogar schon? Wann war Haas das richtige Ausbildungsteam, um mehr Erfahrung zu sammeln? Ja, ich muss sagen, ich bin trotzdem mehr zufrieden, auch jetzt nicht. Das hat jetzt nichts mit dem guten Saisonstart zu tun, aber wie gesagt, ich habe es erklärt. Auch bei Toro Rosso. Ich fühle mich mehr zu einem Red Bull oder einem Toro Rosso hinzugezogen als zu einem McLaren. McLaren war gut und schön, war das beste Angebot damals. Man wollte weg vom Anfangsteam, man wollte die Welt erkunden in Formel 1. Und dadurch natürlich der Wechsel dann zum McLaren, wo man die Saison aber auch nicht so nach Wunsch sicher abgeliefert hat, mit vielen Ausfällen. Außerdem haben wir jetzt, dann muss man schon sagen, 4 Jahre Erfahrung nach dieser Saison. Wir sind diese Strecken 4-mal gefahren, das heißt, sag ich mal, knappe 50 Runden auf manchen Strecken. Und da ist die Schnittstelle noch. 50 Runden auf einer Strecke, da kennt man die Strecken schon ganz.
Man erkennt, ist das eine gute Strecke, ist das eine Lieblingsstrecke. Klar sind wir noch Rookies, uns fehlt ein bisschen Erfahrung vielleicht noch im Überholen und so. In Ruhe bewahren, im... Weiß nicht, vielleicht in den Strategien selbst zu entscheiden, wann wechsle ich die Reifen, wie wechsle ich die Reifen. Im Upgrade, im Setup. Mit dem Benzin, wann fahre ich Fettgemisch? Tanke ich vielleicht mal mehr, tanke ich vielleicht weniger? All diese Strategien hängen natürlich auch dann von uns ab und das müssen wir natürlich noch lernen. Wir haben noch genug Zeit. Ja, und auch natürlich unsere Horrorstrecken ein bisschen versuchen auszumerzen. Wo ich sagen muss, das habe ich dieses Jahr wirklich mit Bravour gemeistert. Die absolute Horrorstrecke mit zwei Boxenstops. Trotzdem auf Rang 3 belegt, das ist top. Ja, echt top. Bis jetzt nach den Österreich-Siegen das Highlight einfach gewesen, in Monaco auf dem Podest zu stehen. So, hier bekommt man jetzt die Strecke auch schon besser in den Griff. Man fährt jetzt hier mit dem ganz schnellen Setup einmal. Erstmalig. So, wo reiht man sich ein? Platz 2. Jetzt gehe ich auf die Boxentoilette. Jupp. Aber was ich noch sagen muss. Was ich wirklich sagen muss, ist. Das ist eigentlich. Wie viele Teams gibt es, ohne dass ich jetzt einen Fehler sage? Es gibt 10 Teams. Gibt es 10 mehr, glaube ich, oder? Es gibt keine 11 Teams? Nein. Überleg 21. Na warte, wie viele Fahrer gibt es? 20 Fahrer. 22 muss es geben. Ja, dann gibt es 20 oder 22. Dann gibt es 11 Teams. Warte mal. 22. 21. Es gibt 21 Fahrer? Frage ich mich nämlich auch gerade, was da los ist. Komisch, oder? So, im ersten Sektor fährt man immer top, sogar Bestzeit, aber das baut dann immer ab, immer mehr. Je länger die Strecke wird. 21 Fahrer? Was? Soll ich Oh, ich wollte in die Box. Unlogisch eigentlich. Weil das heißt, da würde nur ein Team einen Fahrer stellen. Ja, hey, und wer ist das dann bitte? Also, wir kennen die Teams ja schon. Wir probieren das jetzt zusammen zu forschen. Endings Ricciardo. Warte, ich bin auch gleich in der Box. Da kann ich dann auch gleich am Monitor mitschauen. Das ist nämlich wirklich komisch eigentlich. Es waren immer 22 Teams, also sind 11 Teams. Jetzt gehen wir davon aus, dass 11 Teams sind. Das heißt, wir sind in 6 Teams davon schon gefahren, wenn wir uns beide rechnen. Mhm. Aber na gut. Red Bull. 2. 2 Mercedes. 2 Ferrari. 2 Williams. 2 McLaren. Perez ist mit seinem Force India. Genau, Hülkenberg. Grosjean ist ein Haas. Wer hat deine Position eingenommen? Wer fehlt? Meine Position hat Magnussen, oder? Gutierrez? Nein, Gutierrez fehlt. Warum ja, aber trotzdem müssen es 22 Fahrer sein. Nee, hey, wenn Gutierrez fehlt, sind es 22. Na, ich habe Gutierrez ersetzt. Nein, du bist bei Ferrari. Ah, Blödsinn. Das war bei Haas. Genau eben. Und Gutierrez fehlt bei Haas. Der Haas fährt alleine. Na, Ericsson ist, glaube ich. Ericsson ist sauber. Und Magnussen ist... Ja, genau. Okay. Dass der wirklich alleine und fährt? Grosjean und Gutierrez waren. Komische Saison dieses Mal, aber... Ja, schon. Aber ist egal. Na gut, ich gehe jetzt schon auf die Boxentoilette. Okay. Außer du fährst nicht mehr raus, dann warte ich noch. Ich wäre nicht mehr rausgefahren. Ja, okay, dann. Dann wird von mir.
was ändert deine Strategie dann an der Boxentoilette? Ja, dass ich dann da bleib, dass wir weitermachen können. Achso, okay. Wenn du es noch zusammenhalten also, kannst. Brauchen wir nicht herumstehen. Okay, Hilfe. Dann beende ich die Session hochoffiziell. Und behalte den zweiten Platz. Erster, wieder Puh. Ja, und ich starte aber mit Softreifen. Oh. Halt, auf Weiter sollte ich drücken vielleicht. So, verpflichtend sind Soft. Das läuft damit gut. So, tut gut einmal wieder so weit vorne zu stehen. Mal sehen, wie es am Ende des Rennens aussieht. Ja. Los geht's, würde ich mal sagen, hier. So. Ja. Entschuldigung. So. Man ist mal über den Start gut hinweggekommen. Oh, du bist nur zu weit außen. Ist aber lustig, dass man eigentlich hinten keinen Schaden erleiden kann. Anscheinend. Ja, weil es reduzierter Schaden ist, wenn wir gar einen kompletten Schaden haben. Ah, okay. Und sicher auch auf den Seiten und so. Das können wir vielleicht zum Schluss machen in der letzten Saison oder so. Boah, da komme ich nie über die Runden wahrscheinlich. So, Hamilton gibt hier nach. Oh. Oh. Arschloch. Alter, was? Ich hab mit Bottas verursacht. Bottas ist in mich reingezogen. So. Platz 21. Magnussen hat's dreht. Ja, war auch meine Schuld. Ich bin dir zu dicht aufgefahren. Mir? Ja. So wegen mir, dass ich drehe, oder was? Ja, schon meine Schuld, aber zu dicht aufgefahren, nachlassen irgendwie dann auch. Zurückgefallen. Oh, wieder aus die Kurve nehmen. Aber das Feld ist dicht zusammen. Ja, was? Bin mir nicht weg. Will mir aussetzen. Das habe ich gemerkt. Ich bin zweimal in die reingefahren. Oh, die Passage habe ich jetzt mal gut genommen. Oh, die habe ich jetzt komplett ausgenommen. Dann muss ich den 3 Platz machen. Ah, den 2. Vettel und Rosberg mal. Oh, oh. Oh, das hört nicht gut an. Oh mein Gott. Warte, was war jetzt? Ich habe abbremst, aber ich bin zu spät und bin rein von hinten in den Reifen und mich fängt an zu drehen. Und der Hinterreifen hat sich auch im Reifen verfangen und ich hat's gerade stellen und ihn hat's weggedreht. Na gut, Rosberg und ich haben sich jetzt absetzen können. Oh,
Oh, wir haben noch einen Schnitzel. Wir sind jetzt auf Runde 3, das DLS wurde aktiviert. Wow, Herr Schnitzel. Ja, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich bin da jetzt gerade auf das Pulk aufgefahren, also nur wörtlich zu nehmen. Nicht wörtlich nehmen. Ja, aber die sind nicht sicher. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt hinter dem Pulk dran, Ericsson 19er, Parma 18er. Da habe ich jetzt aber ein bisschen nachlassen wieder. Man hat ja viel Zeit, wie ich das sehe. Darum schnupfe ich gleich einmal Ericsson. Ja, Rosberg und ich, ein ewiger Konkurrenzkampf hier. Und wieder gecrashed zwischen uns. Und wieder gecrashed. Und diesmal hat's gedreht. Und da ist er, Ricciardo. Doppelführung Red Bull derzeit. Oh, Rosberg steht noch immer. So, das. Jetzt musste ich Ricciardo Platz machen, weil sonst. Ja, so, hat er ihn gestriffen. Boah, bitte nicht so ankommen, so gerade. Ist nicht meine sicherste Fahrt. Heute hier in Ungarn. So, man tastet sich hier schön langsam vor. Arbeiten okay, hinter mir. Okay, also gewinnt dann Abstand. Oder jetzt wieder einen Dreht. Ja, mich und Vettel. Oh. Oh mein Gott. Oh. Da machen sie Platz, machen sie Platz. Oh, Platz 10. Das ärgert mich jetzt. Oh. Vettel und Rosberg, meine ewigen Konkurrenten einfach. Zwei rote Flügel. Oh. Verkeilt. Ineinander verkeilt. Und wieder Platz 12 eingenommen dadurch. Hinter Hamilton. So, ich bin jetzt wieder am Pult dran. Also gerade sehe ich schon alle, ich bin schon mehr oder weniger dran. Ericsson, Palmer, Wehrlein, Nasr, die sind alle vor mir. In diesen Passagen kannst du leider keine überholen, da muss ich mitfahren in dieser. So, DRS-Zeit. Wie die anderen aber auch. Für die meisten hier. Oh. Das ist jetzt ein großer Pulk. So, Platz
8. Und jetzt fange ich zum Überlegen an, wenn der Boxenstopp kommt, der kommt aber eh noch nicht. Flügel reparieren, ja oder nein? Das ist die Frage. Nicht sicher. Das ist nicht so riskant. Ich nehme ich glaube ich auch, weil ich habe zwei rote. Oh, 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 Alter. Fast Kollision gehabt. Hab ich gesehen. Ich hab das ganz genau beobachtet. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen. Boah, okay, also hat schon einen Vorsprung. Bisschen weit hier rausgekommen. Die Kurve hat auch schon besser genommen. Ist in mich reingefahren oder was? Ja, ich hab's nicht erbremst. Oh. Die Kurve zu schnell genommen. Sorry, ich bin nicht ganz ideal in die gefahren. Na, das war nicht ich. Auch wenn du ideal in die gefahren wärst, vielleicht da reinzulaufen. Ich habe eh gewusst, dass ich dich nicht überholen kann, aber ich habe es einfach nicht erbremst. Oh, das war abkürzt. Aber keine Meldung. Somit alles im Lot. Das sind trotzdem alle dicht beieinander fast. Ja, Ausbruch ist 17, oder? So, Boxenstopp von einigen Leuten. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mir zu einer weichen Reifen weiterfahren. Was denn? Ah, ich wollte einen überholen in der Boxengasse. Hat aber nicht so geklappt. Scheiße, hat das gekostet. In der Boxengasse überholen? Ja, er ist so langsam gefahren, ich wollte recht vorbeifahren. Okay. Ja, war aber sehr dumm von mir, denn ich bin 21. somit. Oha. Ja. Ich bin Nummer 40 die Boxengasse lang gefahren, weil er mich jetzt gesteuert. Und ja, Frontflügel gewechselt und das übliche Zeug. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es gilt jetzt die Konzentration in den letzten 10 Runden. Einfach rausholen, was zum Rausholen geht. Vor mir zum Beispiel am Vettel. Das ist ein direkter Konkurrent auch für die Punkte, der natürlich jetzt nicht punkten wird, nehme ich an, wenn er so weit hinkriegt. Außer er schafft es wirklich hier weit nach vorzufahren. Ich möchte mir natürlich die Info holen, wie weit bin ich. Hinter meinen Teamkollegen. So. Kurzzeitig wieder die Führung übernommen. Ich habe auf Ricciardo 40 Sekunden Rückstand. Oha. Ich hab dadurch ordentlich verkackt. Aber ist egal. Wie gesagt, das Beste draus rausholen jetzt. Schauen wir mal, was geht.
So, die Passage ist man jetzt nicht gut gefahren. Man behält auch die Reifen ein bisschen im Auge. 63% der schlechteste Reifen bereits. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ja, Vettel und Rosberg vorne. Die Topfahrer bilden das Schlusslicht. Dankeschön. Was? Oder sagst du, die Topfahrer bilden das Schlusslicht? Die Topfahrer bilden das Schlusslicht. Das heißt, ich bin kein Topfahrer. Ja, schon, aber welche bilden auch das Schlusslicht, die Topfahrer? Ach, ich bin vorne, mache ich es hinten. Schnellste Rennrunde. So, jetzt bin ich hinter Watt. Beginnt hier jetzt eine riskante Aufholjagd, wenn man hier noch punkten will. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich fahre jetzt in die Box gerade hinein und bin gespannt auf den Boxenstopp, wo man sich hier wieder einrennen wird. Ricciardo ist durch. Palmer kommt nach mit aber einem größeren Abstand. Palmer, zweiter. Palmer, dritter. Denn es geht sich vielleicht aus. Nein, gerade nicht. Palmer ist vorbei, Bottas ist vorbei, Grosjean ist vorbei, Massa. Nein, Grosjean nicht. Oh. Alter. Man hat sich hier auf den vierten Platz wieder eingereiht. Hat hier jetzt nicht die Frontflügelpartie gewechselt. Oh, das ist aber auch was kann. Ja. Mit zwei rote. Ach Schnauze, Alter, ich bin gerade aus der Box rausgekommen. Was wollt ihr jetzt mit einer Strategie, Alter? Ja, wegen roter Flügel. Wahrscheinlich. Alonso dreht's. So, bin ich das war sehr riskant hier, Rianto. Bin ich gespannt, ob Palmer noch in die Box muss. Der ist auf Soft unterwegs. Der Palmer, wenn der nicht in die Box muss, ein Zweiter ist, dann verstehe ich in die Welt nicht mehr. Ja. Er ist Dritter. Du hast die Mauer geschnupft. Du oder was? Da war in einer Box. Ja. Ich bin ein bisschen angefahren und da ist ja in der Kurve die Boxenmauer. Ja, die ist gefährlich. Ja, und gegen die bin ich fast jetzt kracht, weil es nicht gut gesteuert ist. So, ein paar Mal vorbei. Oh mein Gott. Oh, was denn? Das war jetzt wieder sehr riskant.
Mir sagst du immer, nicht so viel riskieren. Ich brauch Punkte, jetzt bin ich in Punkte, jetzt kann ich noch weniger riskieren. Vor allem jetzt sind die Top-Ware aus den Punkterängen, außer Hamilton und du und ich, aber ein Wettrennen, Rosberg, das sind abgeschlagen. Für die Konstrukteure natürlich super, wenn Ricciardo hier gewinnt und ich auch noch mit Punkte. Das natürlich. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ich bin gespannt, wie weit Ricciardo vorne ist. Na, wie weit der vorne ist, weil ich sehe den gar nicht. Bottas ist zweiter. 24 Sekunden ist er vor mir. Okay. Boah, ganz schief. Boah, sehr gut gefahren. Das geht sich aus. Sehr schön. Ohne Risiko hier. Vorbei und zwar. Ein super Rennen, aber auf jeden Fall. Ja. Und noch ein gutes Lebenszeichen hier vom Fahrgamer. Ja, noch ist es nicht durch. Was denn? Eine Fahrfehler in den Passagen. Ja, passiert mir auch immer wieder. Aber abartig der Vorsprung, den Ricciardo ausgefahren hat. Ja. Was ist zweiter? Wer ist zweiter? Bitte? Riemer Palmer? Noch immer Palmer zweiter? Nö. Du? Ich bin zweiter. Bottas ist dritter. Okay. Ja, gut. Ja, Bottas sehe ich. Wie viel Vorsprung hat er? Ja. Oh. Das letzte Mal waren es 15 Sekunden. Ja. Also ich glaube, dem ist das nicht mehr zu nehmen. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Platz 2 und 3 würde ich mal sagen. Servus.
Eine Fanfare, oder Ricky? Du hast doch mal einen besseren Reifen. Weil wie abgefahren sie sind. An Ricciardo komme ich ran. Nichts passiert, hab nichts gespürt. Ja, aber überholen. Ricciardo in zwei Runden? Nee, das nicht. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Hier geht's jetzt noch. Entweder es ein Doppelsieg oder 30 Ferrari da rein. So, last round. Ja, ich bin jetzt absichtlich ruhig, ich konzentriere mich da voll. Boah. Ein bisschen abgekürzt. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, hier fahren die Rookies am Limit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Ja, jetzt ist es gelaufen. 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, jetzt muss man noch zittern, dass man vielleicht sogar... Wir haben oh! So, vielleicht geht sich das aus. Sehr gut, Doppelsieg Red Bull! Ja, man ist trotzdem mit dem dritten Platz zufrieden, sollte man ihn behalten. Zwar bitter, ja, man behält ihn bitter trotzdem, dass man hier durch einen Fahrfehler noch den zweiten Platz hergeschenkt hat. Aber das ist symptomatisch eigentlich für die ganze Saison, kann man sagen. So, ja, dadurch hat man sich auf Platz 4 wieder hochgepusht.
Ricciardos zweiter Saisonsieg, damit Red Bulls siebter Saisonsieg. Ja, es ist. Was sich natürlich auch für die Konstrukteure gut macht. Ja, Abstand jetzt wieder ein bisschen ausgebaut auf Lewis Hamilton, sind 55 Punkte mittlerweile. Ja, und Konstrukteur 66 Punkte gut gemacht, das ist schon ganz gut. Ja, es läuft. Ja, apropos laufen. Wir werden hier zum nächsten Rennen laufen oder fahren. Das steht schon bald an. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.